Die Meta Quest 3 ist ein spannendes Headset und wird meiner Meinung nach die Standalone Virtual Reality auf ein neues Niveau heben und zudem die Mixed Reality massentauglich und salonfähig machen. Von der Qualität der Meta Quest 3 konnte ich mich sogar schon persönlich überzeugen, denn Meta hat mich nach London eingeladen, um vorab für euch die Meta Quest 3 zu testen. Ich denke aber auch, dass in meinen zahlreichen Videos bisher zum Ausdruck gekommen ist, was dieses Headset leisten wird. Aber gibt es vielleicht auch Gründe, die gegen die Anschaffung einer Quest 3 sprechen? Dieser Frage möchte ich mich in diesem Video widmen. Zudem haue ich momentan am laufenden Band Videos zur Meta Quest 3 heraus. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut euch doch mal hier in der Zockstube um. Die wichtigsten Videos zur Quest 3 verlinke ich euch aber auch auf jeden Fall nochmal im Abspann, sodass ihr dieses Video erstmal in Ruhe zu Ende gucken könnt und dann weiterschauen könnt. Wenn euch dieses Video gefällt oder hilft, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben da und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von der Quest 3 haltet und von den 5 Punkten, die ich euch heute nennen werde. Über eure Kommentare freue ich mich nicht nur sehr, weil ich davon wirklich alle gerne lese und versuche auf so viele wie möglich zu antworten. Kommentare und Däumchen helfen auch enorm, weil das Video einfach viel mehr Leuten angezeigt wird. Also falls ihr mich unterstützen wollt, freue ich mich sehr über euer Däumchen und über euren Kommentar. Wenn ihr euch darüber hinaus für den Kauf einer Quest 3 interessiert, würde ich mich ebenfalls sehr freuen, wenn ihr dazu meine Links in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar nutzt. Damit zahlt ihr keinen Cent mehr. Unterstützt mich hier aber bei meiner Arbeit in der Zockstube. Und jetzt verschwenden wir keine Zeit und legen direkt los. Grund 1 gegen den Kauf einer Quest 3: das liebe Geld. Wenn man zum ersten Mal in die Virtual Reality einsteigen möchte und ein begrenztes Budget zur Verfügung hat, könnte die Quest 3 mit 550 Euro für die 128 GB Variante vielleicht zu teuer sein. Obwohl es im Virtual Reality Bereich zu den günstigeren Optionen gehört, gerade im Hinblick auf die Leistung, die ihr erhaltet, ist es immer noch sehr viel Geld. Sollte also der Geldbeutel nicht so prall gefüllt sein, könnte vielleicht die Meta Quest 2 etwas für euch sein. Die hat gerade mit Update 56 einen Leistungszuwachs bekommen und ist mit 350 Euro für die 128 GB Variante deutlich günstiger. Aber ihr müsst euch natürlich darüber im Klaren sein, dass die Quest 2 schon 3 Jahre alt ist und voraussichtlich nicht mehr endlos unterstützt wird. Ich denke aber, 2 bis 3 Jahre solltet ihr auf jeden Fall noch auf der sicheren Seite sein. Grund 2: ihr habt eine Meta Quest 2. Wenn ihr eine Meta Quest 2 besitzt, könnte man den Standpunkt vertreten, dass ein Upgrade nicht notwendig ist. Und da gebe ich euch zum Teil recht, was aber auch in meinen nächsten Punkten deutlich wird, aber ich möchte jetzt hier an der Stelle noch nicht vorweggreifen. Wenn ihr mit den Linsen, der Auflösung, der Displays, der allgemeinen Leistung der Quest 2 und dem Komfort zufrieden seid, dann müsst ihr nicht unbedingt upgraden, insbesondere weil die Quest 2 noch von Entwicklern unterstützt wird. Vielleicht lohnt es sich ja gerade dann, den richtigen Zeitpunkt für das Upgrade abzuwarten. Eventuell kommt ja etwas zum Black Friday 2024. Früher rechne ich nicht ernsthaft mit Angeboten. Und natürlich ist dieser Punkt nur etwas für diejenigen, denen es nicht zu sehr unter den Fingern juckt, die neuen Features der Quest 3 auszuprobieren, die ja im Vergleich zur Quest 2 schon ordentlich fetzen. Grund 3: keine Quest 3 exklusiven Titel. Derzeit gibt es keine exklusiven Spiele oder Anwendungen, die nur für die Quest 3 verfügbar sind und die einen zum Kauf verleiten könnten. Klar, es soll bis zu 100 optimierte Quest 3 Games geben, die dann die Mixed Reality nutzen oder eine deutliche Grafiksteigerung haben. Wenn man aber mal davon absieht, gibt es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt kein einziges Game oder keine einzige App, die es nur für die Quest 3 gibt, aber nicht für die Quest 2 oder Quest Pro. Auch in nächster Zeit denke ich, dass die Quest 2 noch super supported wird und ich finde die Lösung mit dem Grafik-Upgrade für die Quest 3 wirklich super, sodass dann auch weiterhin Quest 2 Versionen erscheinen. Wie krass diese Grafikunterschiede sein können, habe ich euch übrigens in meinem Video von gestern gezeigt. Grund 4: ihr habt eine Meta Quest Pro. Wenn man eine Meta Quest Pro besitzt, ist der Unterschied zur Quest 3 sogar noch geringer als zur Quest 2. Der Quest 3 fehlen sogar einige Funktionen, die Quest Pro bietet. So hat die Quest 3 kein Eye-Tracking, kein Face-Tracking und kein Local-Dimming bei den LCD-Displays, die einen höheren Kontrast und damit ein satteres Bild liefern. Zudem verfügt die Quest Pro mit 12 GB über 4 GB mehr Arbeitsspeicher als die Quest 3. Darüber hinaus gibt es zur Quest Pro direkt die Touch Pro Controller hinzu, die ihr dann allerdings direkt mit der Quest koppeln könnt.
könntet. Wenn ihr auf diese genannten Features der Quest Pro besonderen Wert legt, könnte sich für euch der Wechsel zur Quest 3 eventuell nicht lohnen. Allerdings bietet die Quest 3 auch deutliche Vorteile gegenüber der Quest Pro. Eine deutlich höhere Auflösung, bessere Modifizierbarkeit, der Tiefensensor für besseres Mixed Reality und die Quest Pro gibt es nur in 256 GB. Die Quest 3 könnt ihr aber auch mit 512 GB kaufen. Zudem wird die Quest Pro nicht von den vielen Spiele-Grafik-Updates der Quest 3 profitieren. Ob sich der Preis der Quest 3 für diese Features für euch persönlich lohnt, wenn ihr bereits eine Quest Pro habt, kann echt nur jeder für sich selbst beantworten. Hier ist es aus meiner Sicht ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welche Features schwerer wiegen, welche Features euch wichtiger sind. Für mich würde am Ende wahrscheinlich der schnellere Chip und die höhere Auflösung das Pendel Richtung Quest 3 schlagen lassen. Gefangen in einem anderen Ökosystem. Die Überschrift klingt ziemlich provokant, so ist sie aber überhaupt nicht gemeint. Ein Beispiel aus meinem Alltag. Ich habe ein iPhone, ich habe ein iPad, die Apple Watch und ein Mac, an dem ich unter anderem auch dieses Video hier geschnitten habe. Damit verbunden sind natürlich zahlreiche App-Käufe, die an das Ökosystem von Apple gebunden sind. Seit ich Apple benutze, habe ich aber auch viele tolle Android-Geräte gesehen, die ich gerne gekauft hätte, weil ich mich sehr dafür interessiert habe. Letzten Endes bin ich aber zurückgeschreckt, weil ich dann alle Apps und Filme und Musik hätte neu kaufen müssen. Oder kurz gesagt, der Karren steckte einfach schon zu tief im Dreck. Und genauso kann es natürlich in VR sein. In vielen Videos habe ich das Ökosystem der Meta Quest Headsets hervorgehoben und aus meiner Sicht ist es auch weiterhin das Beste mit den meisten Spielern, den meisten AAA-Exklusivtiteln und der größten Anzahl an Spielen. Das hilft euch aber überhaupt nichts, wenn ihr bereits zig hunderte Euros in anderen Stores ausgegeben habt für Games, die ihr mit eurer Meta Quest 3 nicht nutzen könntet. Hier muss jeder für sich selbst entscheiden, ob sich der Umstieg lohnt oder der Schmerz des Abschieds zu groß ist. Egal welche Gründe für oder gegen den Kauf einer Quest 3 sprechen, bisher haben alle Quellen nur die Möglichkeit gehabt, die Quest 3 kurz, sprich 45 Minuten zu testen. Spannend wird es ab dem 10. Oktober, wenn die Quest 3 dann offiziell zur Verfügung steht und ausführlich getestet werden kann. Auf Grundlage dieser Reviews könnt ihr dann eine fundierte Kaufentscheidung treffen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch die Zockstube und macht das Glöckchen an. Hat euch dieses Video gefallen oder geholfen, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Auf der rechten Seite findet ihr meine Videos zur Quest 3. In dieser Playlist findet ihr alle möglichen Videos von Tipps, Tricks und Tutorials über Reviews und beispielsweise die besten Games und Mixed Reality Anwendungen für die Quest 3. Das Video auf der linken Seite wird euch vom allmächtigen YouTube-Algorithmus angezeigt. Danke für eure Däumchen, eure Kommentare und danke an meine Patreons für eure finanzielle Unterstützung.